Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie wirken die Sternen und Sternbilder auf unserem heutigen Tag am 11. August 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen und übergeht im Tierkreiszeichen Widder. Es ist ein Übergang. Und es bedeutet auch Grenze. Das heißt, wir stoßen unserem Grenze. Oder wir überschritten unserem Grenzen. Kann auch eine Reise sein, über die Grenzen zu gehen. Bedeutet auch Grenzen setzen. Es ist die abnehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut, etwas loslassen, verabschieden, all das, was in unserem Leben schwer macht, weil warum sollten wir das alles mitschleppen? Und es sagt auch die Sternbilder, was hier wirkt in diesem Bereich. Das sind mehrere Sternbilder. Hier wirkt der Sternbild Walfisch und das hängt zusammen mit Andromeda und Perseus und Pegasus. Aber auch wirkt die Fluss Eridanus und dieser Fluss Eridanus endet hier im Tierkreiszeichen Fischen. Es ist zwar nicht im gleichen Tierkreiszeichen oder gleichen Sternbild, aber wirkt auf diesem Bereich. Und hier am Ende des Flusses ist auch ein Brunnen. Und hier liegt die schöpferische Kraft und es vermittelt die Tierkreiszeichen Fische. Die alten arabischen Astrologen sagten auch für diese Bewegung, das ist die vordere Tülle des Wassereimers. Wo ein Brunnen ist, brauchen wir auch einen Eimer. Wie sollen wir sonst diese Wasser schöpfen? Und wie beschreiben noch die arabischen Astrologen diese Mondbewegung, was wirksam ist auf dem heutigen Tag? Bewegung. Die Brunnen ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und das sollen wir in Bewegung setzen. Die sagen auch, heute ist gut ein Vertrag unterschreiben oder etwas befestigen. Aber bevor wir etwas befestigen, sollen wir noch von etwas verabschieden. All das, was in unserem Leben schwer macht. Oft sind es unsere eigenen Gefühle, wie Schuldgefühl oder Angst. Und das zeigt auch der Walfisch. Und diese ganze Geschichte beschreibt diesen Zustand. Die Geschichte dazu ist, es gab einmal eine Königin, Name Cassiopeia. Und Cassiopeia hatte eine schöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia, die Königin, prahlte überall ihre Tochter Andromeda, sei die schönste, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie haben natürlich nicht gefreut, sondern haben sofort bei Meeresgott Poseidon beschwert. Poseidon wurde zornig, weil die Königin so geprahlt hat und schickte den Walfisch im Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Und was macht dieser Walfisch, dieser Ungeheuer? Nimmt die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Die schöne Andromeda wurde gefesselt und in Nähe war auch Medusa, die furchterregende. Natürlich hatte Andromeda Angst. Wer hat befreit Andromeda von diesem Fessel? Die große Liebe. Perseus mit seinem Schwert befreite Andromeda. Und es war Andromedas Befreiung. Aber symbolisch drückt es auch aus, dass wir Ängste haben und wir sollen von unserem Angst befreien, weil erst dann können wir etwas in Bewegung setzen. Und das ist nicht nur heute spürbar, sondern diese Geschichte begleitet uns auch in die kommenden Tagen.
Aber wichtig ist mal erkennen, hier und jetzt, hier ist eine Brunnen und hier ist die schöpferische Kraft. Das, was die Tierkreiszeichen Fischen gerade vermitteln, das ist die Kreativität, die Intuition, die Inspiration. Aber bevor wir das zum Erfolg bringen oder umsetzen in unserem Leben, brauchen wir eine Wandlung. All das Loslassen, Verabschieden, Kündigen, Trennen, all das, was unserem Leben schwer macht. Und genau diese Wandlung zeigt uns alle die Tierkreiszeichen Fischen. Und diesem Bereich wirkt auch Fortuna. Und wenn wir das beherzigen und umsetzen, dann haben wir auch Glück. Und darüber erzähle ich in meiner heutigen Glücksenergie. Also das ist mal die Grundenergie, was sehr stark wirkt, nicht nur die Mondeinfluss, sondern auch durch Fortuna, auch durch Neptun, auch durch Chiron. Das gesamte kosmische Energie wirkt sehr stark und natürlich anderen Planeten und anderen Sternbilder wirken auch und wir schauen an, wie erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Fischen Geborenen sollen damit bewusst sein, dass sie gerade Glück haben und sie befinden sich in diesem Prozess. Loslassen, verabschieden, Neuanfang und die schöpferische Kraft fühlen in ihren Inneren. Und es auch mutig umsetzen, etwas in Bewegung setzen und das wäre mal ein guter Neuanfang. Die Fischen Geborenen ist auch wichtig, die liebe Partnerschaft gerade. Und da haben sie Glück momentan. Das kommt auch im Fluss. Diese Grenzen spüren aber die Fischen Geborenen. Entweder sind sie kraftlos bis zum Grenzen und kommt die Erschöpfung, oder sie haben so viel Kraft und Mut, dass sie über die Grenzen ihrer Kräfte gehen. Aber wichtig ist die inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe, weil da liegt die Kraft. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine Reise wichtig. Das kann natürlich auch ein Urlaub sein, aber bedeutet auch eine innere Reise. Und in den kommenden Tagen kommt noch einiges in Bewegung. Große Umbrüche, große Veränderungen ist ein bisschen gebremst, weil die Wiedergeborenen schauen zurück in Vergangenheit und da ist etwas noch zum Überprüfen oder Aufräumen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Aufstieg und wichtig auch die Berufung, auch Anerkennung, Sicherheit, Stabilität, Finanzen und das bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung und da kommen noch gute Einflüsse, eine gute Nachricht oder Glück. Also die Stiergeborenen werden das bewältigen, auch wenn sie etwas kraftlos fühlen oder etwas noch unklar oder unsicher erscheint. Trotzdem, der Erfolg ist sicher. Also sollen die Stiergeborenen mutig zu sein. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch ein Aufstieg und sie haben Möglichkeiten, Chancen beruflich etwas verbessern oder für einen beruflichen Neuanfang. Es sind Einschränkungen da, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Kraft und Mut, Klarheit, Orientierung und auch die Begeisterung. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Und da ist auch etwas Gutes in Bewegung. Es ist auch eine gute Nachricht zum Erwarten und es ist sehr erfreulich für die Krebsgeborenen. In den kommenden Tagen werden Einschränkungen da sind und kommen etwas aus dem Gleichgewicht, aber dann beruhigt sich das wieder. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig das Gleichgewicht. Aktiv, passiv. Etwas verändern, etwas in Bewegung setzen oder lieber abwarten. Etwas vermitteln oder lieber nichts sagen. Das, was die Löwengeborenen gerade zum Überlegen, also das sind die Überlegungen gerade bei den Löwengeborenen. Und wo liegt heute die Reichtum? Und das kann auch die inneren Reichtum sein. Dieser Reichtum
haben gerade die Löwengeborenen, besonders die Löwengeborenen, die Anfang August geboren sind. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig, das selbst zu sein, selbst etwas in Bewegung setzen, selbst Entscheidungen treffen oder sich durchsetzen. Und diese Kraft ist spürbar, gerade die Jungfrau geboren, weil sie vermitteln das auch. Träume, Visionen, Wünsche, Sehnsüchte, das sollen die Jungfraugeborenen auch bewusst wahrnehmen. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist eine kleine Reise oder ein Besuch ist ein Vorteil. Die Wagengeborenen haben auch Möglichkeiten, Chancen und das sollen sie auch in den nächsten Tagen bewusst wahrnehmen, mal genau hinschauen und auch mutig sein und aktiv sein. Also die Chancen ergreifen. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist wichtig die Stabilität, ein sicheres Boden unter den Füßen. Und das haben sie auch erarbeitet, die Skorpion geborenen. Und jetzt kommt die Erholung oder das trägt jetzt Früchte und jetzt kommt auch die Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig zu erkennen, ihren Wünschen und Sehnsüchten. Auch wenn andere vielleicht sagen, das ist unrealistisch oder gibt es auf. Wichtig ist bei den Schützengeborenen, und das ist meine Botschaft, nicht aufgeben, sondern in diesem Kraft und diesem Überzeugungskraft bleiben. Es sind heute noch Einschränkungen da. So war auch in den vergangenen Tagen. Aber in den nächsten Tagen kommt eine Bewegung, Kraft, Orientierung und da verbessert sich etwas bei den Schützengeborenen. Was die Schützengeborenen gerade brauchen, ist Lebensfreude, das Leben zu genießen. Auch wenn eine Nachricht vielleicht unangenehm sein kann, oder die Schützengeborenen warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht aus dem Gleichgewicht kommen, sondern das Leben mit Humor betrachten. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig die Gleichgewicht. Das ist auch die inneren Gleichgewicht und auch wie ihren Kraft einsetzen. Nicht nur Arbeit gibt, sondern gibt auch Freizeit und Lebensfreude. Und es brauchen gerade die Steinbockgeborenen. Es kommt auch etwas im Fluss. In den kommenden Tagen sind zwar Einschränkungen da, aber das beruhigt sich wieder. Und wichtiges Thema ist auch bei Steinbockgeborenen Liebe, Partnerschaft. Und das sollen sie bewusst wahrnehmen. Wichtig auch ein Entgegenkommen, auf anderen zuzugehen oder die Gefühle von anderen wahrnehmen, aber selbst auch Gefühle zeigen. Und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Es sind noch Unklarheiten, Unsicherheiten da, aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Begeisterung und auch die Leidenschaft und das sollen die Wassermann geborenen auch genießen. In diesem Bereich bewegt sich unser Planet Erde. Und da unser Planet Erde hat auch Einfluss von Sternen. Und dieser Stern heißt Castra und übersetzt heißt das Kaserne oder Militär. Das klingt nicht so vertrauenswürdig, aber wir sollen das Leben auch realistisch betrachten. Also eine gewisse Unruhe oder militärische Einsätze sind möglich, aber die gute Nachricht ist, dass unser Planet Erde befindet sich in einer Wandlung und da immer mehr von diesem Unruhe verabschieden und kommt immer mehr Ruhe oder Frieden. Und das ist diese Wandlung, was unser Planet gerade durchmacht. Und das spüren wir natürlich alle. Wir müssen nur die Nachrichten schauen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.